Im alten Rom gab es ein schönes Sprichwort: Niemand weiß, was er kann, bis er es probiert hat. Das hat auch 2000 Jahre später nichts von seinem Wahrheitsgehalt verloren. Gerade dann, wenn es um die Abwehr von Zwangsvollstreckungen geht. Denn schon deren Ankündigung empfinden viele Schuldner so, als werde ihnen gerade die Pistole auf die Brust gesetzt. Und jetzt gibt es nur noch ein Entweder-Oder, denken sie jedenfalls. Dabei gibt es noch hunderte andere Alternativen zu der vermeintlichen Wahl, entweder bezahlen oder erschossen werden. Sie möchten diese 100 Alternativen kennenlernen? Dann lassen Sie sich helfen von meinem Ratgeber Rettung in der Zwangsvollstreckung. Nutzen Sie Dutzende legaler Methoden, Systeme, Tipps und Tricks, um die eidesstaatliche Versicherung abzublocken, ein Insolvenzverfahren gegen Sie abzuwehren oder den Gerichtsvollzieher kaltzustellen. Schauen Sie einfach auf der www.erfolgsonline.de nach weiteren interessanten Infos. Wir sehen uns. Bleiben Sie stark. Ihr Wolfgang Rademacher.